Herzlich willkommen zu unserem Abend hier. Wir sind froh, dass wir uns endlich mal wieder leibhaftig treffen können und leibhaftig diskutieren können. Und ich bin froh, dass wir Bruno Kern aus Mainz zu Besuch haben, der schon vor 3 Monaten hatte kommen sollen. Und jetzt mussten wir das nachholen. Das sind 4 Monate, glaube ich sogar. Im März war das geplant. Und unser großes Thema ist Transformation. Werden wir in eine schlimmere Runde Kapitalismus jetzt steuern durch Corona? Oder wird es eine Besinnung geben? Wir hatten ja lange die Diskussion, was ist systemrelevant? Und in dieser Phase hatten wir auch große Hoffnung, dass eine tiefere Besinnung stattfindet auf das, was sich in der Welt verändern muss und was wirklich wichtig ist. Und es gibt ja auch in der Zivilgesellschaft unglaublich viele tolle Initiativen. Und deswegen ist unsere Frage, ist die Zivilgesellschaft stark genug, wirklich diesen tiefen Besinnungswandel herbeizuführen und vielleicht sogar es zu schaffen, den Kapitalismus oder diese Dampfwalze der Globalisierung in Gestalt dieses neoliberalen Kapitalismus zu überwinden und ein kooperatives, gemeinwohlorientiertes, aber dann auch ökologisch maßvolles Wirtschaften einzuführen, oder werden wir das nicht schaffen? Und Bruno Kern ist der Mann dafür. Er hat das Buch geschrieben, Das Märchen vom grünen Wachstum. Da ist die erste Hälfte sehr gut erklärt, warum also ein grünes Wachstum sicher nicht reichen würde, um also das Klimaproblem zu lösen und auch die ökologischen und sozialen Probleme der Welt zu lösen. Unten steht Plädoyer für eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft. Und er ist ein echter Transformationsdenker und geht wirklich weiter als alles das, was so im grünen und linken Parteiprogramm steht. Er denkt nämlich wirklich auch einen möglichen Rückbau und eine mögliche Hin- oder Rückkehr zum menschlichen Maß. Und es ist schön, dass er da ist. Wir haben ausgemacht, dass er etwa eine halbe Stunde einen Input gibt und dass wir dann aber viel Zeit haben, weil wir heißen ja Palaver fürs Gespräch, zumal wir jetzt nach langer Corona-Zeit so wenig Zeit hatten für wirkliches Gespräch. Und deswegen haben wir das also jetzt kurz gefasst, seinen Input, um dann umso mehr Zeit zu haben für das Gespräch. Bruno, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Ich freue mich auch immer, unter Attakis zu sein. Ist ja immerhin eine Organisation, die ebenso gemeinnützlich ist, was unserem Herrn Finanzminister nicht so gefällt. Ich habe völlig vergessen, dich vorzustellen. Mein Gott, ist das schlimm. Entschuldigung, bitte noch mal ein kleiner Nachtrag, dass du das nicht selber tun musst. Er ist Theologe, er ist Philosoph. Er hat viele Bücher geschrieben. Seine Doktorarbeit über Marx zum Beispiel, hat auch über Marx ein sehr schönes Buch geschrieben, aber auch zum Beispiel eine sehr schöne Textsammlung über Friedrich Engels. Und sein Broterwerb ist Lektor. Und wie gesagt, das war jetzt noch wichtig zu sagen. Ich wollte darauf hinweisen, hier liegen Bücher von Bruno Kern zum Preis von 10 Euro oder wenn es zu viel ist, dann auch günstiger, glaube ich. Und ein paar andere Bücher liegen auch. Und hier haben wir eine Spendenbüchse. Also bitte, wenn es euch gefällt, dann freut sich Attac über Spenden in der Büchse. Okay, das war's schon. Dankeschön, Renate, für die nette Begrüßung. Ich möchte gleich zur Sache kommen, zunächst mit einer Vorbemerkung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, auch wenn es ernüchternd und schmerzvoll ist, dass wir uns vergewissern, wo stehen wir momentan eigentlich? Was ist unsere Ausgangsposition? Und da muss man erst mal ganz ernüchtert feststellen, es ist inzwischen höchst unwahrscheinlich geworden, dass wir das in Paris definierte 1,5-Grad-Ziel an Erderwärmung, dass wir das also an dieser Zielmarke bremsen könnten, dass wir das erreichen, ist mittlerweile höchst unwahrscheinlich geworden. Dazu kommt natürlich, dass der Klimawandel eigentlich nur ein Teil einer viel umfassenderen Biosphärenkrise ist, wenn auch der prominenteste und momentan vielleicht auch der dramatischste Teil. Diese Ausgangslage zur Kenntnis zu nehmen, ist äußerst wichtig. Es ist der amerikanische Wissenschaftler Michael Oppenheimer, der sagt, die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen, liegt bei etwa 10%. Wir haben es jetzt alle auch während dieser Corona-Pandemie selber erfahren, die CO2-Emissionen sind ja aufgrund des Lockdowns und des Zurückfahrens der ökonomischen Aktivität erheblich zurückgegangen.
Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist aber trotzdem gestiegen. In der Situation sind wir inzwischen und die verschiedenen Szenarien, die das IPCC, also diese Intergovernmental Panel on Climate Change, diese Wissenschaftsgemeinschaft aufgestellt hat, alle vier Szenarien haben zur Voraussetzung, dass wir Negativemissionen hinkriegen. Das heißt, dass wir auf irgendeine Art und Weise bereits emittierte Treibhausgase wieder einfangen und speichern können. Das mir sympathischste Szenario will das bewältigen durch Stärkung natürlicher CO2-Senken, wieder Bewässerung von Sümpfen, wieder Aufforstung und Ähnliches. Die anderen drei Szenarien legen technische Möglichkeiten des Capture and Store zugrunde, die alle aus verschiedenen Gründen höchst problematisch sind. Also das ist die Situation, in der wir uns befinden. Es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich finde aber die Kehrseite davon genauso wichtig. Dieser Befund sollte unser Handeln nicht lähmen. Das sollte uns nicht dazu führen, vorschnell zu resignieren, denn das ist etwas, was ich gelernt habe aus einem Gespräch mit einer jungen Wissenschaftlerin vom Potsdam-Institut, mit der ich vor einem halben Jahr circa auf einem Podium ziemlich gestritten habe, aber sie hat in ihrem Vortrag einen Satz gesagt, der für mich persönlich ganz wichtig geworden ist. Sie hat gesagt, es lohnt sich, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen, weil jedes Zehntelgrad einen Unterschied macht. Wir müssen natürlich uns der Tatsache stellen, dass in nächster Zukunft ein Teil unseres politischen Handelns schlicht und einfach in Katastrophenhilfe bestehen wird und im Auffangen von Folgen dieser Klimaveränderungen. Und das ist nicht sehr ermutigend. Wir sind mal als junge Leute, ich in den 70er Jahren, mit gesellschaftlichen Utopien angetreten, die uns messianisch beflügelt haben und mit der gesellschaftlichen Utopie, dass wir vielleicht einen ganz anderen Typ von Gesellschaft hinkriegen. Eine Art Sozialismus, ein solidarischeres Gesellschaftsverhältnis. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es hauptsächlich darum geht, Abwehrkämpfe zu führen. Ich finde, wir sollten uns nicht scheuen. Wir sollten den ehrlichen Blick auf diese Situation nicht scheuen. Meine erste These, ich habe vier Thesen vorbereitet. Meine erste These ist die, dass ich meine, wir finden uns heute in einem Widerstreit von zwei völlig gegensätzlichen Paradigmen, was Ökologiepolitik angeht. Innerhalb der Ökologieszene, innerhalb der politischen Szene, bei den NGOs und so weiter, haben wir es zu tun mit zwei einander völlig widerstreitenden Paradigmen. Das erste Paradigma will ich bezeichnen als aggressives Vorwärtsparadigma. Oder wir haben das mal in den 70er Jahren Durchbrecherstrategie genannt. Dieses könnte man beschreiben als keinen Meter zurück, maximaler Materialeinsatz und warten auf die Wunderwaffe. Was Sie jetzt dabei für historische Assoziationen haben, das überlasse ich Ihnen jetzt selber. So wird auch Ökologiepolitik betrieben. Ich darf das an einem Beispiel festmachen. Ein Lehrstuhlinhaber aus Berlin, der in der Fridays for Future Szene eine ganz prominente Rolle spielt, Volker Quaschning, der die Scientists for Future, glaube ich, auch mitbegründet hat, der ist ein Verfechter dieser aggressiven Vorwärtsstrategie, dieser technischen Durchbrecherthese. Der sagt, wir werden das bewältigen durch noch mehr Materialeinsatz, durch noch mehr Innovation und kluge Techniken. Und als ich ihn das erste Mal in einem Vortrag gehört habe, habe ich vermutet, dass er einen Lehrstuhl für Science Fiction innehat. Er hat dann solche Fantastereien in die Welt gesetzt, wie wir müssen eben doppelt so viele Windräder bauen, die bauen wir halt doppelt so hoch und dann haben wir eine achtfache Energieausbeute davon. Was die Speicherkapazitäten betrifft, die müssen wir halt vertausendfachen und solche Sätze hört man von ihm, ohne dass er konkret den Nachweis erbringt, ob diese Potenziale überhaupt vorhanden sind. Ohne dass er konkret den Nachweis
drüber bringt, ob etwa Speichertechniken, die wir heute zur Verfügung haben, einen genügend hohen Effizienzgrad haben und so weiter. Ich glaube, ich habe in meinem Buch im ersten Teil, Renate hat es gesagt, versucht, möglichst genau zu widerlegen, dass eben auch erneuerbare Energien nicht unerschöpflich sind, dass das eben Grenzen hat, dass sie uns nie so viel bereitstellen können, wie wir auf der fossilen Basis noch zur Verfügung haben, weil sie einfach eine viel geringere Energiedichte haben. Und da brauche ich keinen Lehrstuhl in Berlin, sondern das sagt mir mein schlichter Hausverstand. Das zweite Paradigma, für das ich mich stark machen möchte und von dem ich hoffe, dass es sich durchsetzt, das ist das genaue Gegenteil davon. Und ich beschreibe das mit den Worten Rückkehr zum menschlichen Maß. Zurückfinden zu dem, was uns erdgebundenen endlichen Menschen angemessen ist. Es entspricht meines Erachtens nicht menschlichem Maß, dass wir den Anspruch haben, innerhalb von 24 Stunden an quasi jedem beliebigen Punkt des Erdballs anzukommen. Es entspricht meines Erachtens nicht menschlichem Maß, dass wir Satelliten in den Weltraum schießen müssen, um uns hier auf der Straße zu orientieren. Rückkehr zum menschlichen Maß. Umgehen mit unseren Grenzen, Anerkennung unserer Conditio Humana, unserer menschlichen Daseinsverfassung als endliche, begrenzte, erdgebundene Wesen. Solche Denker, die leider schon wieder in Vergessenheit geraten sind, wie E.F. Schumacher und Ivan Illich, die haben eine Aktualität, glaube ich, wie nie zuvor. Rückkehr zum menschlichen Maß, das bedeutet zum Beispiel, dass es unsere unmittelbare Aufgabe als Linke, im weitem Sinne verstehe ich das jetzt, sein wird, den Rückbau, den wir politisch durchsetzen müssen, konkret, möglichst konkret durchzubuchstabieren. Wir sind an einem Zeitpunkt angelangt, wo es nicht mehr darum geht, abstrakt davon zu reden, sondern wir müssen ihn wirklich ummünzen in konkrete politische Forderungen. Und dazu möchte ich jetzt wenigstens ein paar Hinweise geben. Rückbau, warum ist der notwendig? Wir verbrauchen in Deutschland an Energie jährlich etwa 2500 Terawattstunden. Das ist sozusagen die Endenergie, die letztlich verbraucht wird. Die Elektrizität ist dabei nur ein relativ geringer Teil, das ist nur ein Fünftel davon etwa, 20% davon ist Stromerzeugung. Deswegen ist es immer auch die erste Falle, in die wir tappen. Energiewende wird meistens bei uns verengt auf Stromerzeugung. Das ist aber nur ein Fünftel. Insgesamt an Endenergie haben wir zur Verfügung nach Auskunft des Öko-Instituts 700 Terawattstunden, die wir aus erneuerbaren Quellen in Deutschland erzeugen können. Das ist also eine andere Diagnose als die von Volker Quaschning. Das Bundesumweltamt ist etwas optimistischer, das spricht von 800 bis 900 Terawattstunden, die wir aus dem Potenzial, das wir theoretisch ausschöpfen können in Deutschland, gewinnen könnten. Das ist eine riesige Lücke, die da klafft. Jetzt kann man sich natürlich dadurch behelfen, dass man sagt, wir schreiben die fossilen Energien fort. Kohleverstromung, da haben wir uns jetzt politisch zu diesem Ausstieg da entschlossen, bauen wir Gaskraftwerke dazu, importieren wir Strom aus den sonnenreichen Gegenden Nordafrikas, importieren wir Wasserstoff aus Marokko, wo genug Sonne da ist. Jeder, der sich da näher damit auseinandergesetzt hat, mit dieser Materialschlacht, die wir da führen müssen, jeder, der sich auseinandergesetzt hat, wie so ein Parabolrinnenkraftwerk funktioniert, der weiß, dass der Energieoutput faszinierend auch nicht ist. Außerdem kommt noch dazu, auf diese Möglichkeiten wollen ja nicht nur die Deutschen zugreifen. Was ist jetzt, wenn jetzt Frankreich plötzlich auf die Idee käme, aus der Atomkraft auszusteigen und dann auch auf diese attraktiven Möglichkeiten in Marokko verfiele? Das ist also kein Ausweg, sondern der einzige Ausweg ist tatsächlich der, dass wir unseren absoluten Verbrauch reduzieren. So, und das müssen wir möglichst konkret durchbuchstabieren. Ich möchte dazu wenigstens ein paar Hinweise geben. Ein wichtiger Bereich ist der Verkehr. Der Autoverkehr in Deutschland ist verantwortlich für etwa 20% der CO2-Emissionen. Man darf aber nicht nur
den Blick richten auf den Verkehr, wenn er am Laufen ist, sondern was ist da vorgeschaltet? Man muss auf die Produktion der PKWs schauen. Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass 48% des Aluminiums, das wir erzeugen, in die Automobilproduktion gehen. Dass 26%, also mehr als ein Viertel des Stahls, den wir erzeugen, in die Automobilproduktion gehen. Dass 12% unserer Kunststoffproduktion für die Automobilproduktion aufgewendet werden. Das ist also ein Schlüssel, eine Schlüsselstellschraube für den Rückbau, den wir vorzunehmen haben. Alternative Antriebsarten helfen uns da nicht viel weiter, denn so ein E-Auto, das wird ja jetzt als Alternative propagiert, das verbraucht bereits in der Produktion 130% mehr Energie als ein vergleichbarer Diesel oder Benziner. Die schwere Batterie wird durch Leichtbauweise, durch mehr Leichtbauweise kompensiert. Allein die Produktion einer Batterie verursacht einen CO2-Ausstoß von etwa 17 Tonnen. Der Rohstoff Lithium ist knapp. Also wenn, dann könnte das sowieso nur ein imperialistisches Projekt sein, weil es nur in Frage kommt für eine kleine Elite in den Industrieländern. 1 Milliarde PKWs, die auf dem Planeten herumfahren, kann man nicht umrüsten. Dafür reicht schon allein der Rohstoff Lithium nicht. Das ist also kein Ausweg. Wir Ökosozialistinnen und Ökosozialisten haben daraus den Schluss gezogen. Rückbau in diesem Bereich würde bedeuten, ab dem Jahr 2030 oder spätestens 2035 keine Neuzulassung mehr für PKWs, für den rein privaten Gebrauch. Das heißt, wir müssen uns von der Absurdität des motorisierten Individualverkehrs auch angesichts alternativer Antriebstechniken verabschieden, weil das nicht reicht. Für den rein privaten Gebrauch heißt natürlich, es wird weiterhin PKWs geben, für besondere Transportzwecke, als Taxis, als Betriebsfahrzeuge für den Malerbetrieb und so weiter, aber nicht mehr für den, für das rein private Rumgurken, sage ich mal. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist natürlich dafür eine Voraussetzung. Wir müssen aber auch ein völlig anderes Verhältnis zur Mobilität gewinnen und die Notwendigkeit von Verkehrsströmen durch einen beherzten Strukturwandel zurückbauen. Das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Das nur so als Hinweis. Die Industrie insgesamt ist verantwortlich für einen Energieverbrauch von mehr als 1000 Terawattstunden. Chemische Industrie, das ist eine interessante Sache. Der VCI, also der Verband der Chemischen Industrie, hat vor kurzem eine Studie in Auftrag gegeben. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir unsere Produktion vollkommen CO2-neutral gestalten? Was würde es bedeuten, wenn wir alle Energie, die wir brauchen, etwa für das Steam-Cracking, für das Aufspalten von langen Kohlenwasserstoffketten und so weiter, oder auch die das CO2, das prozessbedingt anfällt und so weiter, wenn wir das vollkommen CO2-neutral gestalten wollen. Und die Studie ist dann zum Schluss gekommen, das würde einen Bedarf an elektrischer Energie von ca. 690 Terawattstunden bedeuten. Das ist mehr als die gesamte Stromerzeugung, die wir heute in Deutschland haben. Das heißt, auch hier ist uns der Ausweg trotz sehr pfiffiger, technischer, anderer Verfahren, CO2-freier Verfahren, ist uns der Ausweg versperrt, dass wir das einfach nur durch technische Umstellung hinkriegen. Auch hier gilt es, kräftig zu reduzieren. Das kann man auch ganz gut bewerkstelligen. 35% unserer Kunststoffe sind Verpackungen. Das könnte man ordnungspolitisch sehr kurzfristig ändern. Man könnte für alles Mögliche, wenn Sie so durch den Supermarkt gehen und gucken, was ist eigentlich alles in Kunststoff verpackt, von Reinigungsmitteln bis Konserven und so weiter, man könnte für all das pfiffige Pfandsysteme einführen. Ja? Und es würde niemand das als Einbuße empfinden, was seine eigene Lebensqualität betrifft. Das nur ein kleiner Hinweis. Metallverarbeitende Industrie. Hier sind besonders problematisch natürlich Aluminium. Das hat einen sehr hohen Energieverbrauch in der Erzeugung, aber auch Stahl. Es gibt natürlich technische Verfahren, grünen Stahl zu erzeugen. Man kann natürlich das Reduktionsmittel Koks ersetzen durch Wasserstoff.
Aber wo nehme ich denn die vielen Wasserstoffmengen her? Das ist beschränkt. Also ich durch Elektrolyse aus erneuerbaren Energie, mit Hilfe von erneuerbaren Energiequellen, das hat eben seine Grenzen. Die Salzgitter AG ist da ziemlich weit, die machen Dampfelektrolyse, die dann teilweise die Abwärme von den Hochöfen nützt. Also alles technisch sehr, sehr effizient, aber auch hier kommen wir nicht drum herum, einfach die Produktion insgesamt zurückzufahren. Bauindustrie, die Zementherstellung ist nicht nur sehr energieintensiv, sondern da wird auch prozessbedingt sehr viel CO2 freigesetzt durch die Zerkleinerung des Kalkgesteins und die Freisetzung des darin gebundenen CO2s. Da wird sogar mehr CO2 auf die Art und Weise freigesetzt als durch die Wärmeenergie, die man braucht. Man muss die Dinger immerhin auf 1400 Grad Celsius erhitzen. Auch hier bleibt der Ausweg, der uns bleibt, schlicht und einfach ein massives Zurückfahren des Bauens, ein Verzicht auf Prestigebauten. Auch was den Wohnraum betrifft, müssen wir uns Mechanismen einfallen, den vorhandenen Wohnraum anders zu verteilen, auf Holzbauweise umzustellen. Meine österreichischen Landsleute sind hier schon ziemlich weit. In Wien steht ein Holzhochhaus mit 24 Stockwerken. Das lässt sich alles wunderbar machen und so weiter. Das nur einige Hinweise. Ich glaube, es ist als Linke jetzt unsere unmittelbare Aufgabe, den Rückbau konkret zu beschreiben, um möglichst konkret den politischen Druck dafür zu organisieren. So, der politische Druck war jetzt das Stichwort, weil in den nächsten Teilen werde ich mich eher den Fragen zuwenden, wie steht es denn mit unseren Protestbewegungen, wie steht es denn mit den Widerstandspotenzialen, die wir haben und wie aussichtsreich ist das Ganze. Fridays for Future ist natürlich am prominentesten und die haben natürlich eine Mobilisierungskraft entwickelt, die uns alle überrascht hat, von der wir alle zehren und die wir möglichst auch nutzen sollen. Ich möchte auf einen Punkt zunächst mal zu sprechen kommen. Ich sehe sehr vieles kritisch an dieser Bewegung, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Einen Punkt möchte ich kurz ansprechen, den wir gestern schon in einer kleineren Runde diskutiert haben. Eine Falle, in die diese For Future Bewegung läuft, also auch Parents und Scientists for Future, ist eine eigenartige, befremdliche Wissenschaftsgläubigkeit. Das wird Sie jetzt überraschen, dass ich das sage, denn zunächst ist es natürlich ein kritischer Anspruch, wenn politisch eingeklagt wird, nehmt doch die empirischen Daten ernst, die uns ein breiter Konsens von Wissenschaftlern liefert und richtet euer politisches Handeln danach aus. So weit so gut, so weit so kritisch und so weit gehe ich auch mit. Aber sobald es sozusagen über diese empirische Datenbasis hinausgeht, schlägt Wissenschaftsgläubigkeit dann allzu oft in Naivität um. Wir haben alle gelernt, dass Wissenschaft immer auch nie isoliert betrachtet werden darf, sondern immer auch betrachtet werden muss als eingebettet in die gesellschaftliche Performance insgesamt. Sie ist also ein Teilbereich der Gesellschaft insgesamt. Sie ist bereits in ihrer Fragestellung, bereits in ihren Methoden präformiert von gesellschaftlichen Voraussetzungen. Und solange diese Wissenschaftsgläubigkeit so naiv daherkommt wie bei der Future-Bewegung, sage ich mal, solange wird den Klimaleugnern dadurch gerade eine Steilvorlage geliefert. Die können dann darauf hinweisen, wir sind diejenigen, die sozusagen ein kritisches und aufgeklärtes Wissenschaftsverständnis haben. So, ich möchte das nur ganz kurz konkret aufzeigen, wo ich glaube, dass eine falsche Wissenschaftsgläubigkeit existiert. Die IPCC-Berichte, die sind öfter schon, vor allem in allem, was die Working Group 3 erarbeitet, von Fragestellungen geleitet, die man selbst wieder in Frage stellen müsste. Die dritte Gruppe ist die mit den gesellschaftlichen Fragen. Genau, danke. Wenn man sich diese Berichte durchliest, dann merkt man, die entweder explizit formulierte oder implizit vorhandene Fragestellung lautet immer, wie kann man das Produktionssystem über den Klimawandel hinweg retten?
Das ist eine unwissenschaftliche Voraussetzung, die hier einfließt und die aber dann den Anspruch von Wissenschaft erhebt. In den Kosten-Nutzen-Analysen wird die Reduktion des Konsumniveaus immer als Kosten veranschlagt. Eine Voraussetzung, die eigentlich mit Wissenschaftlichkeit nichts mehr zu tun hat. Oder die verschiedenen Energiewende-Szenarien, wenn man sich die betrachtet in den letzten Jahren, ob sie nun vom Greenpeace sind oder vom WWF oder vom IFEO-Institut, jede dieser Szenarien kann man hernehmen und man wird merken, sie sind bereits in ihrer Ausgangsfragestellung falsch. Weil die Ausgangsfragestellung immer nur lautet, was kann man in welchen Zeiträumen substituieren? Es wird völlig ausgeklammert, die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch rückbauen müssen, dass wir vielleicht auch das absolut reduzieren müssen. Das wird von vornherein aus der Fragestellung bereits ausgeklammert. Und so könnte man die Liste weiterführen. Das heißt, ein kritisches Wissenschaftsverständnis wäre hoch an der Zeit, damit diese Bewegungen nicht in Fallen laufen, in Sackgassen laufen, die uns dann letztlich auch politisch ohnmächtig machen. Wie sieht es aus mit unserem Protest? Die Frage, die man stellen muss, ist, bei aller Eindrücklichkeit der Masse an Leuten, die wir mobilisiert haben, bei aller Eindrücklichkeit auch von Protestformen, die wir gefunden haben oder zu denen wir wieder zurückgefunden haben, sage ich als einer, der schon eine längere Geschichte, Widerstandsgeschichte hier hat in der Bundesrepublik, müssen wir uns fragen, zwei Fragen stellen. Die eine ist, haben unsere Proteste, finden die am richtigen Ort statt? Und die zweite Frage ist, sind es die richtigen Protestformen? Ich habe das selbst mal, ich möchte mal so einfach biografisch einflechten, ich habe das selbst mal vor nicht allzu langer Zeit an mir selbst erfahren. Sie erinnern sich vielleicht an die Proteste angesichts der internationalen Automobilausstellung, die ja dann nach München kommen wird, weil wir sie aus Frankfurt erfolgreich vertrieben haben. Es gab eine eindrucksvolle Massendemonstration und es gab dann auch eine Blockadeaktion von 1000 Leuten. War wirklich eindrucksvoll. Ich habe mich nach langen Jahren wieder mal von der Polizei wegtragen lassen und so weiter. Und wir waren alle hochzufrieden mit dem, was uns da gelungen ist. Und ich mache am Abend die Tagesschau an und es wird kommentiert. Es wird also berichtet über diese Proteste, auch über die Blockadeaktion und es wird kommentiert. Also diejenigen, die da protestiert haben, setzen sich vor allem ein für eine beschleunigte Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs. Und ich habe mir gedacht, dafür habe ich mich nun wirklich nicht von der Straße wegtragen lassen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass unsere Protestformen keine Ambivalenz zulassen. Das war nicht die böse Presse. Wir waren nämlich selber schuld. Wir haben schon unsere Aufrufe so windelweich formuliert, weil wir natürlich breite Basis haben wollten und so, dass es sozusagen letztlich politisch kontraproduktiv war. Wenigstens aus meiner Sicht. Also für mehr E-Autos bin ich nicht auf die Straße gegangen. Und insofern ist zu fragen, haben unsere Proteste den richtigen Ort und haben sie die richtigen Formen? Ich möchte euch mal ein längeres Zitat vorlesen von Nico Pech, der hier bekannt sein dürfte. Er ist ja immerhin im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und bei allen Differenzen, die ich mit ihm habe, steht er mir doch sehr nahe, weil er ist einer der ganz wenigen Ökonomen, der darauf beharrt, wir müssen schlicht und einfach industriell abrüsten. Und er sieht die Fridays for Future Bewegung folgendermaßen kritisch. An dem Furor um FFF und eine von den Medien zur Projektionsfläche auserkorenen 16-jährigen Schülerin vermag ich nichts von dem zu erkennen, worum es eigentlich geht, nämlich um Suffizienz. Unmut über mangelnden Klimaschutz gab es auch bisher, aber es fehlte die Einsicht, dass wir das Problem nicht an unserem bequemen Lebensstil vorbei von Politik und Technik lösen lassen können. Also braucht es eine wachstumskritische Perspektive, die wiederum nicht ohne lebensverändernden Wandel auskommt. Und weiter sagt er, bislang hat FFF keine neue inhaltliche, sondern vor allem kommunikative Qualität zu bieten.
Das heißt eine neue Qualität von medialer Aufmerksamkeit. Die Schüler fordern nur in hartem Tonfall und mit etwas zivilem Ungehorsam, was selbst die meisten Regierungen fordern, aber nicht umsetzen können, weil dazu die Lebensstile der Wähler tangiert würden. Ich werde auf diese Frage noch später zurückkommen. Straßenproteste, so eindrücklich sie waren, meine ich, werden weiterhin notwendig sein, aber ich bin da der Ansicht von Tadeusz Müller, der sagt, es muss uns gelingen, aus dieser breiten Protestbewegung der Fridays jenes Potenzial zu rekrutieren, das zu mehr bereit ist, das wirklich zu zivilem Ungehorsam bereit ist, das nach dem Modell von Ende Gelände die Schaufelbagger und Ähnliches blockiert und das sozusagen durch fantasievolle Aktionen und direkte Konfrontation solche Sachen delegitimiert und dadurch einen politischen Druck ausübt, den wir durch bloße Straßenproteste nicht erzeugen können. Das ist das eine, ich bin da ganz auf seiner Seite, dass wir dieses Protestpotenzial, dieses Reservoir an Menschen, die sensibilisiert sind, dass wir das möglichst dazu nutzen, einen Teil davon zu gewinnen für entschlossenere Organisationen zivilen Ungehorsams, die dann wirklich den nötigen politischen Druck aufbauen können. Die zweite Frage ist, hat unser Protest den richtigen Ort? Es ist natürlich politisch wichtig, dass wir das geschafft haben, uns in letzter Zeit zu fokussieren auf die Kohleverstromung, dass wir sozusagen uns darauf konzentriert haben. Das war sozusagen auch politisch an der Tagesordnung und es war nicht ganz blöd, seine Kräfte da jetzt zu konzentrieren und das werden wir auch weiterhin tun müssen. Für viel konsequenter hielte ich es allerdings und für viel aussichtsreicher, wenn wir unseren Protest an die Orte tragen, wo Energie verschwendet wird, wo unsere knappen Ressourcen verschwendet werden für einen Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Das heißt, es müsste eigentlich an die Rollbahnen von Flugzeugen getragen werden, wo Billigflieger abheben. Der Protest müsste an die Anlegestellen von Kreuzfahrtschiffen getragen werden. Der Protest müsste an Autofabriken und an Ammoniakfabriken getragen werden, an Düngemittelfabriken getragen werden. Das heißt, der Protest gegen die weitere Kohleverstromung hat immer wieder die Ambivalenz, trägt immer wieder die Ambivalenz mit sich, dass sozusagen unterschwellig suggeriert wird, wir haben ja genügend erneuerbare Energien. Lasst uns doch die Kohleverstromung möglichst bald unterbinden. Es stehen uns doch sowieso genügend erneuerbare Energien zur Verfügung. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist und deswegen sollten wir unseren Protest dorthin tragen, wo es wirklich nicht mehr zu verantworten ist, dass unsere Gesellschaft knappe Ressourcen vergeudet, die möglicherweise an anderer Stelle fehlen. So, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Und meinen letzten Punkt habe ich umschrieben mit System Change, Suffizienz und Konsumkritik. System Change, das ist ja der Schlachtruf, den wir alle allenthalben hören, auch im Zusammenhang der Proteste von Fridays for Future, hineingetragen von der Klimagerechtigkeitsbewegung und von eher linken Gruppen. Und ich möchte einfach sagen, ich kann diese Parole nicht mehr hören. Sie stößt mir inzwischen ziemlich sauer auf. Und zwar als einer, der selber weiß und als Ökosozialist natürlich die Meinung vertritt, dass eine kapitalistische Gesellschaft nie nachhaltig sein kann. Das heißt, dass wir unseren Kampf nur in einer systemüberwindenden Perspektive führen können, weil auf dem Boden von Kapitalismus Nachhaltigkeit nie und nimmer zu erreichen sein wird. Gerade als ein solcher stößt mir dieser Schlachtruf auf, und zwar in zweifacher Hinsicht. Also wer so schlicht und einfach sozusagen System Change, nichts anderes als Revolution, einfordert, der müsste mir schon ein stimmiges Szenario liefern können, das einige Wahrscheinlichkeit auf sich hat, dass wir dieses System in 10 Jahren gekippt haben. Der müsste mir dann sagen, auf der Basis welcher revolutionären Situation
Und mit welchen Kräften sollen wir das eigentlich erreichen? Das hat mir noch niemand plausibel machen können. Deswegen wähle ich immer noch den zweiten Weg, dass ich sage, ich führe meinen Protest an konkreten Sachfragen entlang und versuche gerade so, das kapitalistische System zu delegitimieren und möglichst politisch in die Enge zu treiben. Ja, das heißt, solange man mir kein plausibles Revolutionsszenario bieten kann, ist der Schlachtruf System Change nichts anderes als eine hohle Phrase. Der zweite Punkt ist der, ich habe mich mal in Mainz gestritten mit jungen linken Genossen und habe ihnen gesagt, ihr mit eurem Schlachtruf System Change seid mir einfach nicht radikal genug. Denn die Änderung der Eigentumsordnung kümmert das Weltklima erstmal gar nicht. Die Änderung der Eigentumsordnung an sich wird noch kein CO2-Molekül daran hindern, emittiert zu werden. Sondern ich muss dann schon durchbuchstabieren, wie ich sozusagen den Rückbau organisiere. Und dieser Ruf System Change verschleiert eines, er verschleiert, dass eben nicht nur der Kapitalismus zur Disposition steht, der sowieso, sondern es steht eben auch der Industrialismus zur Disposition. Und das wird mit diesem Schlachtruf verschleiert. So, Suffizienz. Das halte ich für ganz besonders wichtig, denn von Suffizienz traut sich keiner mehr reden, mit vielleicht der einzigen Ausnahme des hier in Bayern besonders starken BUND. Das ist nach meinem Überblick die einzige NGO im ökologischen Bereich, die noch von Suffizienz redet. Allerdings auch ein bisschen verschämt und verdruckst und nicht entschieden genug, weil man weiß, dass das sozusagen nicht so gut ankommt beim Publikum. Suffizienz ist, ich stütze mich wieder auf Nico Pech, das genaue Gegenteil von nachhaltigem Konsum. Nachhaltiger Konsum sucht immer nach einem Ersatz, macht immer einen bestimmten Ersatz zur Voraussetzung. Ja? Suffizienz hingegen bedeutet dreierlei. Erstens Selbstbegrenzung des erreichten Versorgungsniveaus. Das heißt anerkennen, wir sind in dem und dem Bereich saturiert, mehr ist nicht nötig. Damit können wir uns zufrieden geben. Zweitens Reduktion des Anspruchsniveaus und drittens in vielen Bereichen vollständige Entsagung. Das ist Suffizienz. Nico Pech sagt auch, wir müssen uns wieder trauen, die gesellschaftliche Debatte über die Legitimität von Bedürfnissen zu führen. Ich weiß, ich bewege mich hier auf ziemlich dünnem Eis. Es gibt prominente Leute in Attac auf Bundesebene, die immer wieder mit Vehemenz einklagen, es gibt keine illegitimen Bedürfnisse. Angesichts der Tatsache, dass wir aber eine Verwendungskonkurrenz haben, angesichts der Tatsache, dass wir nur eine beschränkte, plünderungsfreie Verteilungsmasse haben, das heißt nur einen beschränkten Teil von Ressourcen, der uns zur Verfügung steht, unter der Voraussetzung, dass wir andere nicht über die Maßen ausplündern, ist die Frage zu stellen nach der Verhältnismäßigkeit zwischen ökologischem Schaden und begründbarer Notwendigkeit. Das heißt, wir werden als Gesellschaft uns dafür entscheiden müssen, wollen wir unsere Ressourcen weiterhin dafür zur Verfügung stellen, dass Kreuzfahrten stattfinden können, oder ist es uns vielleicht nicht doch wichtiger, dass unsere Krankenhäuser mit genügend MRT-Geräten ausgestattet sind. Vor der Alternative stehen wir, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass die Basis der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, beschränkt sind. Ich möchte zum Schluss auch noch auf ein berühmtes Alibi eingehen. Es ist ja so, wenn man politische Programme durchliest, vor allem von politischen Parteien, wie etwa die Grünen oder vor allem auch die Linke, dass Ökologiepolitik ständig unter Vorbehalt gestellt wird. Ökologiepolitik, ja, aber soweit sie sozialverträglich gestaltet werden kann, soweit sie strukturpolitisch zu verantworten ist, soweit sie unsere Ökonomie nicht überfordert. So steht es ziemlich wörtlich drin im Aktionsplan Klimagerechtigkeit der linken Bundestagsfraktion. Ja? Also Ökologiepolitik unter Vorbehalt, die unterschlägt, dass in diesem Sachbereich ein Vorbehalt schlicht und einfach nicht möglich ist, weil der die Basis für alles andere ist.
Ja, wenn unser Planet kaputt ist, müssen wir uns um die Rentenformel nicht weiter streiten. Dieser Streit erübrigt sich dann. Und es wird immer wiederum vorgeschoben, die soziale Verträglichkeit. Ja, wir müssen ja gucken, dass nicht gerade die armen Schichten drunter leiden und so weiter. Ich möchte euch mal vorlesen, was Nico Pech dazu sagt. Er versucht zu erläutern, dass das eigentlich dass ein Alibi ist, dass wir sozusagen die Armen als Alibi vorschieben, um im Grunde unsere eigenen Ansprüche zu verteidigen. Er kann das besser ausdrücken als ich, deswegen im Wortlaut. Er schreibt, um zu vermeiden, dass dieser Wohlstandsvorbehalt primitiv oder eigennützig erscheinen könnte, wurde und wird der schöngeistige Anspruch vorgeschoben, Nachhaltigkeit dürfe sich nicht zu Lasten der sozial Schwachen oder gar Armen auswirken. Indes scheint das materielle Niveau, dessen Unterschreitung mit Armut gleichgesetzt wird, in Deutschland wöchentlich zu wachsen. Die beständige Aufdeckung oder Erfindung neuer Tatbestände, die auf Armut, Ausgrenzung und soziale Benachteiligung schließen lassen, bilden einen Schutzwall für die Konsum- und Mobilitätsroutinen der prosperierenden Mehrheit. So versucht er das zu entlarven und ich schließe mich da seiner Meinung ausdrücklich an. Zu System Change nur noch eine Bemerkung. Es gibt ja auch so diese Immunisierungsstrategie, dass wir uns sozusagen als Subjekte da leicht rausstehlen, indem wir sagen, das kapitalistische System ist schuld und das, indem wir so tun, als würde das uns vis-à-vis stehen. Dort das böse kapitalistische System, hier ich als Subjekt. Meinen linken Freunden sage ich immer, das ist völlig undialektisches Denken. Wer ein bisschen dialektisch denken kann, der weiß, dass sich das System über uns als Subjekte reproduziert. Dass wir da involviert sind und dass wir da keine Immunisierungsstrategien dagegen entwickeln können. Und ich behaupte, wir hätten dieses kapitalistische System längst schon überwunden, wenn es hässlich wäre. Es ist aber für uns in den reichen Industrieländern höchst attraktiv. Es stellt uns Verlockungen bereit. Und so weiter. Das heißt, wir können uns daraus nicht herausstehen. Ich habe für die letzten 4 Seiten meines Buches ziemlich viel Prügel gekriegt. Von Leuten, die einerseits das Fragezeichen in der Überschrift übersehen haben und die andererseits vermutlich den Text nicht gelesen haben. Da geht es also um die Rolle der Konsumkritik. Und ich habe eigentlich in jedem zweiten Satz entlarvt, dass das der Hebel der gesellschaftlichen Veränderung ist. Ich habe die Illusion entlarvt, dass das sozusagen die entscheidenden Veränderungen bewirken könnte, wenn jeder nur sein Verhalten ändert. Ja, also diese Individualisierung habe ich selbstverständlich nicht mitgenommen, sondern mitgemacht, sondern im Gegenteil entlarvt. Worum es mir aber geht, ist, wir können uns als Subjekte nicht herausstehen aus dieser Geschichte und Konsumkritik ist bedeutend im Sinne der Selbstermächtigung, im Sinne der Selbstermächtigung für unsere politischen Kämpfe. Das heißt, unsere politischen Kämpfe setzen ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit voraus, sonst werde ich sie nicht durchstehen können. Und wenn mir dann linke Genossen Rechnungen vorlegen wollen, die belegen, dass nur 10% der Misere überhaupt etwas mit unserem Konsum zu tun haben, dann sind das Immunisierungsstrategien, die sich davor drücken, vor der Tatsache drücken, dass eine nachhaltige Gesellschaft völlig anders aussehen wird, dass sie keine Industriegesellschaft in unserem Sinne mehr sein kann und dass sozusagen viele eingeschliffene Konsummuster auch von Bevölkerungsmehrheiten und nicht nur der berühmten Eliten in Frage stehen. 2 Paradigmen also, mit denen wir es zu tun haben. Einerseits ein aggressives Vorwärtsparadigma, eine Durchbrecherstrategie und das zweite Paradigma, Rückkehr zum menschlichen Maß, das wir politisch durchzubuchstabieren hätten und in möglichst effektiven Protest umzumünzen hätten. Das war's.